Das sieht aus wie... Willst du dich ein bisschen trainieren? Hantelbank des Zeus. Sammel Blitze des Zeus, um Phoenix maximale Ausdauer an der Hantelbank des Zeus zu erhöhen. Und hier trainierst du? Oh Götter, nein. Was für eine Zeitverschwendung. Nutze einfach den Blitz des Zeus, um deine Muskeln und Ausdauer zu verbessern. So mache ich das immer. Du bist eine Inspiration. Das höre ich öfter. Ja, der andere Kram ist nur Kulisse. Tada! Montage, I need a montage. Was ist das? Ich bin nicht sicher. Hades ließ es herbringen. Hinterlege ein Opfer für den Fährmann und du könntest unerwartete Hilfe erhalten. Aber sei vorsichtig. Argo hat das letzte Geschenk aus der Unterwelt kaputt gemacht. Und sieh, was aus ihm geworden ist. Wer ist Argo? Ganz genau. Ah, okay. Da kann ich die göttlichen Kräfte oder Fertigkeiten verbessern. Und dafür die Münzen einsetzen. Zorn des Ares. Präzisionssteuerung. Lässt die Geschwindigkeit von Apollos Pfeilen steuern. Balsa, bist du doof? Schwerthieb hochschleudern, Machtwirbelabschluss. Kümmern wir uns erstmal darum. Dass sie kommen muss, mit dem Abschluss stärker sind. Für die jährliche Zahnuntersuchung der Götter? Nein, hier reißen wir uns die Haut vom Leib und wandeln unsere Gestalt. Na, immer noch besser als ein Zahnarztbesuch. Charakteraussehen verändern halt. Das sind ein paar Ideen, wie wir es Typhon heimzahlen könnten. Ihr Sterblichen braucht offenbar Anreize. Deshalb bezahle ich dir für jeden Erfolg ein paar Elektra. Und da ich der Gott des Handels bin, kannst du sie gleich hier ausgeben, um, das rätst du nie, zu handeln. Wie kreativ. Du kannst natürlich auch mit deinen eigenen Elektra bezahlen. Ich dachte, der Anreiz war für mich. Naja, ich bin auch der Gott des Profits. Diese Preise. Und ich bin der Gott der Diebe. Wir haben alle unsere Laster. Was ist das da drunter? Ein Putzplan. Sonst müssen immer alle anderen hinter Ares herräumen. Hast du schon mal versucht, Blut aus einer Blutlache zu bekommen? Eine Herakles-Aufgabe. Hermes Übersicht der Heldenprüfung. Sag Bescheid, wenn du gern irgendwas kaufen willst. Ach so, Herausforderungen abschließen, um ja, Münzen zu bekommen, andere Waffen oder mehr von diesen Kristallen. Es gibt sogar Tagesaufgaben.
schicker Kessel. Phoenix ließ das hohle Kompliment in der nachfolgenden Stille verebben. Stattdessen konzentrierte er sich auf mögliche Rezepte für Tränke. Vor allem schöner Kessel, ey. Trankverbesserungen. Ach, dafür sammelt man die unterschiedlichen Sachen. Also was frisst du da überhaupt? Kann man damit den Zaubertrank herstellen? Nein. Nur Tränke, die man schon kennt. Irgendwie hat der Hund sich am Kratzbaum der Katze gerade eingefunden, ist daran immer ein bisschen am Schaben und frisst irgendwas. So ein anhändlicher Becher. Also unhandlicher Becher. Man kann ihn nicht mal aufsetzen irgendwo. Oh, ist das hier Feister Schmiede? Süß. Versuch dich nicht versehentlich aufzuspießen. Aber Phoenix hörte nicht mehr zu. Die Schmiede zog ihn auf geheimnisvolle Weise an. Das Adamant, das er gefunden hatte, wollte geschmiedet werden. Ach, scheint eine Allgemeinverbesserung zu sein für die Ausrüstungsstelle. Also du verbesserst automatisch alle, also den Schaden von allen Waffen. Aber dafür braucht man auch ein bisschen was, um die nächste Stufe zu erreichen. All die kleinen Sequenzen sind schon ganz süß gemacht. Was darf sein, Phoenix? I. Du willst mir Sachen verkaufen, für die ich sammeln muss. Ich denke mal, das wird die erste Götterstatue sein, die ich aufsuchen sollte. Na? Auf geht's. Das nennt sich ein Sturzflug und nicht Sinkflug. Wenn ich so darüber mal nachdenke.
Tja, das habt ihr davon, dass ihr da rumsetzt und Pause macht. Ihr werdet nicht von der Wach- und Schießgesellschaft für Pause machen bezahlt. Mal eben kurz auf die Brust. Und da hinten müsste noch ein großer Stein sein. Auf die Kniescheiben! Gegner besiegen macht also doch Sinn, weil du dadurch diese Upgrades freischaltest. Wirbelsturmbogen. Geht das dem Menü, in das ich rein will? In der Luft plus 75% Aufladetempo mit für den Bogen. Wann bin ich schon mal in der Luft? Kampfmusik, Ende. Ob für das Befreien der Götter erstmal eine gewisse Ausdauer erreichen muss? Drauf hochgehen muss ich ja eh erstmal. Manchmal schickt der Bär einfach über einen drüber.
Das ist nicht so ganz optimal im Kampf. Aber was soll's, es ist zu meinem Vorteil. Ein Blitz vom blauen Himmel. Feste Herausforderung ist wahrscheinlich Schiebepuzzle. Ich denke mal, mit den anderen Gebieten kommen auch andere Gegner. Hey, super, ein riesiger Minotaurus. Ich möchte nur diese riesige Statue in dein Gesicht schlagen. Wow. Ach, der Kampf geht echt so richtig schön von der Hand. Sagt er und starb. Hässliches Bild. Ach, das darf ich nicht nach da unten schieben. Wie schaltet das letzte Fresko frei? Okay, indem ich ein Steinchen dahin lege. Natürlich genau verkehrt rum jetzt. Höhö. Ah!
Nee, das ist doch richtig. Aber die beiden gehören auf die andere Seite. Ich hasse, ohne Scheiß. Ja, ich stelle mich doof an gerade. Kamera, hör auf, dich umzustellen. Hä, war der erste vielleicht... Ja, es wird gerade immer schlimmer. Ich muss die Blumen untereinander tauschen und dann ist das richtig. Das habe ich alles kaputt gemacht. Dieses Glitzern an seinem Hoden irritiert mich. Oh, jetzt habe ich alles durcheinander gebracht. Warum gibt es hier keinen Reset-Schalter? Ich bin irritiert, weil die Blätter richtig abschließen. Naja, nicht ganz. So wie es jetzt ist, nur Seiten tauschen. Ach, das hört sich ja alles einfach an. Ach, bitte bring mich einfach um. Es ist spät. Ich bin nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ja, wenigstens.
Das Gesicht. Aber warum schließen die einen richtig ab? Mit den Blättern. Das eine Blatt passt ja. Nee, du kannst nicht ziehen. Das ist ja das Problem. Darfst nur schieben. Und jetzt das Gesicht muss eigentlich auf der anderen Seite sein. Stimmt. Oh, das ist total kacke, weil du kannst ja nicht alles im... Jetzt einfach alles einfach drehen. Du musst ja so gesehen wieder einen rausnehmen, damit du drehen kannst. Und den wieder später reinsetzen, damit du... Müssen die Gesichter nicht zusammenkommen. Aber wundert mich, dass hier... Da bei den Blümchen... Dass das da nicht, also, dass da nichts ist. Weil das muss nach oben. Das ist das Ende. Und unten dran muss das Blatt. Ach, was ein Bullshit, ey. Aber siehst du, der gehört so da dran und jetzt müsste der andere nur noch dazwischen. Wie nein, schon falsch. Erzähl keinen Mumpitz. Du siehst, dass die Blätter hier genau abschließen. Ich weiß auch nicht, warum das Gesicht rechts und links ist. Ja, ihr wollt das Gesicht die ganze Zeit zusammenpacken, aber was ist, wenn das Gesicht, wenn das zwei Gesichter sind und die reingucken, dann wäre es nämlich so. Weil die Blumen sich hier oben miteinander abschließen, richtig. Da geht das Blatt direkt rüber. Verdammt, aber die Seerose nicht. La la la. Das Geile ist ja für einen kurzen Moment gedacht, dass das doch eigentlich der richtige Ansatz ist. Ah.
Ich glaube, am Anfang wäre es wirklich zweimal schieben gewesen, aber ich habe es einfach komplett zerstört. Deshalb muss ich hier so einen Krüppel festmachen. Kann man das resetten? Ich glaube, wenn ich Schnellreisen mache, soll sich das resetten. Ah, ich komme einfach irgendwann nochmal wieder. Das hat halt keinen Sinn, ich habe es total verschoben. Das macht halt keinen Sinn mehr. Ich bin traurig. Ich bin definitiv nicht dumm, ich schwöre. Es ist einfach 2 Uhr morgens. Ey, ich kenne ja noch von früher diese ganz aus Plastik, diese Schiebepuzzle. Das waren dann, glaube ich, 16 Felder. Das hast du mal eben so gemacht. Aber kannst natürlich auch schieben und ziehen alles, ne?